Mann, der Shit ist getting toxisch. Als ob ich im Urwald aus Versehen einen falschen Frosch küsst. Toxisch, meine Gegend toxisch. Jede scheiß Ecke ist toxisch für mich. Toxisch. Habt ihr wirklich Bock darauf? Habt ihr wirklich Bock darauf, Frederik? Zeit für ein Promophasen nebenbei exklusiv. Lach nicht so dreckig. Viel Spaß. Also, ich kenn's noch nicht, ne? Und ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich hab nur das Gefühl, dass es vielleicht cringe werden könnte. Es ist vielleicht aber auch einfach nur lustig. Ich hab ein bisschen Angst. Ich auch, Chiggy. Ja, King Kong Kambumba, du hältst jetzt mal komplett dein Maul. So, hier auch wieder die Aufmerksamkeit bitte einmal auf das neue Werk meines Partners Holy richten. Ja, die haben nämlich eine neue Sorte in Sachen Energy Drink rausgebracht. Gorilla's Grape. Ne? Und einen leckeren Eistee. Red Grapes und Hibiskus. Lecker, 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 lecker. 100% vegan, weniger als 0,3 Gramm Zucker. Und rein da. Eieieiei. Schema F, Gitarre-Riff ist schon mal da. Leute denken, Thilo, der ist windelweich. Doch ich mach mit den Bros immer Klingelstreich. Geht das jetzt echt da rein? Geht das jetzt in die Richtung? Windelweich, Klingelstreich ist auch schon ein uralter Reim. Also für mich zumindest. Das habe ich in einem Battle gegen Milo One. Ihr kennt ja meine, ich habe es ja immer mal so gezeigt, meine History in der RBA, wo ich vor 15 Jahren oder so gebattelt habe. Da rapp ich auch gegen Milo One irgendwann. Machst du bei mir Klingelstreich? Da komm ich raus und schlag dich windelweich. Irgendwie so. Egal. Leute denken, Thilo, der ist windelweich. Ach, es ist eine Thilo-Verarsche, ja? Thilo und Rin, oder was? Eine komplette Parodie auf You Made It? Ach so. Ich weiß gar nichts, Digga. Ich weiß mal wieder gar nichts und bin hier komplett auf dem Holzweg, Digga. Thilo und Rin. Thilo und Rin, eine komplette We Made It Parodie. Haben wir alle Fakten geklärt? Thanks a lot. Leroy, danke für den Faktencheck. Und jetzt mach dich weg. Komplett! Leute denken, Thilo, der ist windelweich. Doch ich mach mit den Bros immer Klingelstreich. Nach dem Splash wurde ich von jedem gedisst. So ging's gut. Auch diese Drums, Digga. Sind ja wirklich diese Drums, diese Punk-Drums, Digga, diese Snare-Drum. Doch ich mach mit den Bros immer Klingelstreich. Und die Yor 2001 von Rin. Kenn ich nicht. We Made It fand ich aber eigentlich ganz nice. Egal jetzt. Ich bin live, Digga, und sehe hier 17 Nachrichten in einem Chat. Da frage ich mich, was ist so wichtig? Was ist so wichtig? Was? Yeah. Nach dem Splash wurde ich von jedem gedisst. So ging's Kollege auch und guck, wo der heute ist. Dein Bruder hieß. So wurde ich von jedem gedisst, so ging's Kollege auch und guck, wo der heute ist. Nach dem Splash wurde ich von jedem gedisst. So ging's Kollege auch und guck, wo der heute ist. Er klingt da wie der Dieter Bohlen. Der Dieter Bohlen-Rap. Letztens hatte ich wieder so ein krasses Drama mit irgend so einem menschlichen Ersatzteillager. Und auch die Thilo-Parodie klingt auch so. Und das klingt beides, ich sag's hier nochmal, das klingt beides. Hoppala, wen haben wir denn da? Christina Aguilera. Ich trag Lack und Leder wie die Aguilera. J-Love und Dendemann. Also, es klingt wirklich wie Dendemann. Ich sag dir, wie es ist. Normal komm ich mit dem Check diesen Scheiß und so. Doch heute sag ich nur, leck mich, du weißt schon wo. Ich finde schon, dass es dran kommt. Yeah. Nach dem Splash wurde ich von jedem gedisst. So ging's Kollege auch und guck, wo der heute ist. Dein Bruder, he made it. Goldene Bruder. Kollege auch und guck, wo der heute ist. Dein Bruder, he made it. He made it. Goldene Platten in riesiger Villa, der Trip majestätisch. Goldene Platten in riesiger Villa, der Trip majestätisch. He made it. Also abgesehen davon, man kann ja immer noch sagen, ob das musikalisch, ob man das gut findet oder nicht. Ne? Ich verstehe das schon, dass es eine komplette Verarsche ist und ein Fun-Track, der hingerotzt wurde. Aber den Flow finde ich trotzdem gut. Goldene Platten in riesiger Villa, der Trip majestätisch. Majestätisch. Alles so episch, ich glaube, der macht den Scheiß noch ewig, sie haten. Sie haten. Ich sei nicht erwachsen, da kann ich nur lachen, die Sache ist nämlich. Ich sei nicht erwachsen, da kann ich nur lachen. Die Sache ist nämlich. Ich sei nicht erwachsen, da kann ich nur lachen. Die Sache ist nämlich. Mein Homie Jens darf sogar schon bei mir daheim übernachten. We made it. Da
Das ist ja dumm. Alle, das ist ja lustig. Mein Homie Jens darf sogar schon bei mir übernachten. Ey, Bruder, we made it. Das ist lustig. Mein Homie Jens darf sogar schon bei mir daheim übernachten. We made it. We made it. Mama ist schon am Schlafen und bald nicht, wir zocken. Blazy. Um 3 Uhr nachts Blazy. Okay, das war klar. Er zieht an der Bong und muss husten. Ey, Alter, mach leise, da steht sie. Sie hat uns erwischt und geht los auf uns, swingt ihren Besen wie ein Blazy. Ey, okay, ich finde das wirklich lustig, weil er auch so Dinge anspricht wie, das kennt ja jeder, dass man seine Mutter anruft und fragt, darf man da pennen? Und dann Blazy zockt. Und bei mir war lustigerweise auch noch mit den Homies so, dass man heimlich Bong raucht und bla bla bla. Und ich hatte einen Homie, ich werde seinen Namen nicht nennen, aber wir haben letztens drüber geredet, Digga, wenn du hier im Chat bist, ich weiß, du bist manchmal da, da weißt du, dass ich dich meine. Wir hatten so, wir waren so 13, 14 und es war so die Zeit, wo wir angefangen haben zu rauchen, ne? Und natürlich, sage ich mal, wenn du aus einer normalen Erziehung kommst, ne? Darfst du nicht rauchen, will deine Mutter und dein Vater nicht, dass du raus und musst heimlich machen, ne? Und wir waren halt bei einem Homie. Da haben wir dann auch immer sehr gerne gepennt, als wir wussten, dass wir da dort rauchen durften mit 13, Alter, voll asozial. Und wir waren da und haben, der hat halt so seine Mutter gefragt, ey, Mama, so, ne? Oder nee, das war anders. Die Mutter hat gerochen, dass wir nach Kippen riechen. Und die kam halt so rein, hier, wenn ihr raucht, dann raucht nicht heimlich. Dann raucht einfach hier. Und wir dürfen rauchen. Ja, klar, hier habt ihr noch Kippen, hat sie uns Lord extra hingelegt, Digga. Und Aschenbecher. Und wir rauchen. Wir waren da zu dritt drinne. Wir haben geraucht. Wir sagen, ey, wie krass, Alter, wir dürfen hier rauchen bei dir daheim, Digga. Wir sind hier in deinem Kinderzimmer. Irgendwann klopft, die Mutter kommt rein, wir alle noch so Respekt, so reflexartig noch so die Kippe halt so irgendwie weg, so weißt du, in die Jacketasche oder irgendwie sonst was. Und sie sagt einfach, wollt ihr ein Bier? Und wir so, was passiert hier so, ne? Hat die uns ein Bier noch gebracht? Und es war halt volles Highlight so mit 13, du hast dich halt voll cool gefühlt, ne? Und dann haben wir Bier getrunken und dann hat sie, irgendwann kam sie noch eins so, kam sie noch mal, wollt ihr noch eins trinken? Und wir so, ja, und dann hat sie gesagt, ihr könnt hier so viel trinken und so viel rauchen, wie ihr wollt, aber kotzt mir nur nicht die Bude voll. Wir so, Checkpot, Alter. Das haben wir natürlich dann am nächsten Tag oder das war Wochenende, dann am nächsten Montag in der kompletten Schule erzählt, dass man da rauchen darf und dann, ey, das war so krass. Das war wirklich krass. Das war wirklich krass, Alter. Immer die Kippen da geraucht, Alter. Komplett. Mit 13,5 komplett schon nikotingelbe Finger. Meine Haare sind nikotingelb. Er zieht an der Bong und muss husten, ey, Alter, mach leise, da steht sie. Sie hat uns erwischt und geht bloß auf und swingt ihren Besen wie ein Baby. Du bist outdated, in jeder Playlist sucht man vergeblich. Ist das jetzt Asche? Du bist outdated, in jeder Playlist sucht man vergeblich. Jetzt ruft der Pinch mit an. Ey, es ist wirklich so, ey, ich muss mein Handy mal aus. Ist Kolle, das klingt aber, da ist auf jeden Fall eine andere Voice noch irgendwie dabei. Vergeblich, ich stacke Racks wie bei Tetris. Ich stacke Racks wie bei Tetris. Ruf man vergeblich, vergeblich. Ich stacke Racks wie bei Tetris. Hört mir wieder in der Night, oh. Dior 2023. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, auch wenn es ein Funtrack ist, Asche hat immer so diese, Asche hat schon so eine Hit-Voice ein bisschen, finde ich. Wenn der reinkommt, auch bei dem Dieter Bohlen-Ding, Dicker, wo er da als Thomas Anders reinkam, das hat immer direkt so. Das auch das, das geht, das ist voll gut, Digga. Tetris hört mir wieder in der Night, in der Night. Dior 2023, das hier hinten ist nur blinder Night. Blinder Night. Dior 2023. Ach, die Hook ist bewusst von Rin genommen, trotzdem macht's Asche geil. Baby, du weißt, ich bin dünner als du und das macht sie wieder crazy. Dünner? Crazy. Denn du, Baby, das musst du dir mal überlegen. Also das habe ich, glaube ich, noch nie zu sagen. Baby, du weißt, ich bin dünner als du. Das ist ja auf so vielen Ebenen cringe, diese Aussage. Weil erstmal, selbst wenn du kein Lauch wärst, nicht 40 Kilo wiegen würdest, ne, was er damit implizieren will mit der Aussage, und du zu einer Frau sagst, ich bin dünner als du, das ist ja voll die Beleidigung für sie. Aber er will damit einfach implizieren, dass er wirklich 40 Kilo wiegt, Digga. Lauch live, Digga. Du weißt, ich bin dünner als du. Alter, Alter, Alter. Sehr lustig, Alter. Du weißt, ich bin dünner als du und das macht sie wieder crazy. Denn sie hat es mit einem Winner zu tun. Diese Mucke macht mich reicher. Ja, ich stapel meine Kohle in nem Speicher. Ich liefer weder Talent oder Fleiß ab. No, das machen alles meine Writer. Ey, ne? Ich würde ihn ja niemals irgendwie belächeln oder sonst irgendwas, ne? Aber warum muss ich bei dem Flow gerade an Tadel denken, Digga?
Diese Mucke macht mich reicher. Ja, ich stapel meine Kohle in nem Speicher. Chiching, ich liefer weder. Das klingt für mich wie ein Hybrid aus Sido und Tuttle, Alter, ich sag dir ehrlich. Diese Mucke macht mich reicher. Ja, ich stapel meine Kohle in nem Speicher. Chiching. Ich weiß, es klingt für mich überhaupt nicht nach Tuttle. Ich weiß auch nicht, warum ich daran denke, aber ich denke gerade irgendwie, wie als würden Sido und Tuttle, Alter, rappen. Diese Mucke macht mich reicher. Ja, ich stapel meine Kohle in nem Speicher. Chiching. Ich liefer weder Talent oder Fleiß ab. No, das machen alles meine Writer. Props. Ich liefer weder Talent oder Style ab. No, das machen alles meine Writer. Immer klingen so wie Travis. Ja, antwortet der Chick nur, wenn sie bad ist. Safe, mach das, bis ich wohne in dem Palace. Bro, das ist kein Nachthemd, das ist Fashion. Oh, Junge. Bro, das ist kein Nachthemd, das ist Fashion. Ist das eine Anlehnung an We Made It? Musst du auch an Tuttle denken, ey, danke, dass es wenigstens einen gibt, Digga. Ach, wegen den Adlibs an Tuttle, das kann sein. Genau, es sind die Adlibs, deswegen denke ich an Tuttle. Danke, dass ihr schreibt, 100%. Props, wollte immer. Das sind die Adlibs. So wie oh boy! Travis, ja. Aber er macht ja auch das, oh boy, ich scheiß drauf. Was soll ich jetzt? Kein Nachthemd, das ist Fashion. Das ist kein Nachthemd, das ist Fashion, ist doch eine Anlehnung auf We Made It von T-Lo, als er sagt, das ist nicht Assi, das ist Palm Angels, oder? Junge. Heute hab ich Dreads, morgen Pumuckl. Red, ich mische Lean mit dem Schokomel. Lecker. Heute hab ich Dreads, morgen Pumuckl. Ich mische Lean mit einem Schokomel. Schokomel, also das ist lecker. Ein Schokomel, das ist lecker. Schokomel, das ist lecker. Also das ist lecker. Ich mische Lean mit dem Schokomel. Pumuckl auf Schokomel zu reimen, finde ich cool. Toxisch maskuline G. Pumuckl, Red, ich mische Lean mit dem Schokomel. Lecker, blocke toxisch maskuline Gegner. Ja, ich mache Asche wie Kollege. Schatz, in meinen Dien. Ich mache Asche wie Kollege. Lustig. Lustig, dass er das sagt. Das ist ja fast schon so, das ist ja fast schon Hack geben an Kolle. Das ist ja fast schon Credits Pain an Kolle von Asche. Weil er damit sagt, Kolle hat seine Finger im Spiel bei seiner Legacy, bei seiner eigenen Legacy. Das finde ich cool, Digga. Toxisch maskuline Gegner. Ja, ich mache Asche wie Kollege. In meinen DMs geht es ab so wie bei Tinder. Ja, Bietingheimer so wie Schwindler. Micha, trage keine Yeezys, sondern Jordans. Chillen auf dem Parkplatz bis zum Morgen. Sie schaut mir wieder in the night. In the night. Das ist wirklich lustig so. Also das, damals war das doch so bei Zieh den Rucksack aus, wenn du mit mir redest, war das doch lange Zeit einer der erfolgreichsten Songs von Kolle und Farid, oder? Der Song ist bestimmt auch erfolgreich, oder? Dior 2023, das hier eben ist nur blinder Neid, Dior 2023, Baby. Du weißt, ich bin dünner als du und das macht sie wieder crazy. Denn sie hat es mit einem Winner zu tun. Also, ich bin dünner als du ist wirklich der Slogan des Liedes, Alter. Das ist wirklich zu lustig. Du weißt, ich bin dünner als du. Oh, Junge! Das ist auf zwei Ebenen so hart cringe, diese Aussage, Digga. Bruder, we made it. Er darf natürlich die La Dolce Vita-Werbung nicht fehlen vom absoluten Weltmonarchen. Der erste Boxinhalt ist die Battle Friends EP. Mit Happy Tree Friends und Jesse Pinkman. alphamusicshop.de. Man sieht sich, meine Freunde.